Herr Reusch, meine erste Frage wäre, welche ethnischen Gruppen sind in der Kriminalstatistik am häufigsten vertreten? Generell kann man das schwer sagen, weil in der Kriminalstatistik ist jedes Delikt, was strafbar ist, aufgenommen. Es gibt sehr unterschiedliche Beteiligungen der einzelnen ethnischen Gruppen, je nach Delikttyp. Besonders stark beispielsweise in der Straßenkriminalität, Gewaltkriminalität, sind orientalische Täter, also Täter orientalischer Herkunft, unabhängig jetzt mal von der Staatsangehörigkeit. Da sind führend Araber, zum Beispiel hier in Berlin, also ethnische Araber, völlig egal, was die für einen Pass haben, gefolgt von Türken. Jetzt haben wir noch eine zusätzliche Änderung durch den Migrationsstrom. Nordafrikaner, Schwarzafrikaner spielen auch eine große Rolle in der Gewaltkriminalität. Diese Gruppen sind jedenfalls in diesem Kriminalitätsbereich führend. Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist vielfältig. Zum einen handelt es sich vorwiegend um junge Männer, die jetzt zum Beispiel zu uns gekommen sind als sogenannte Flüchtlinge. Junge Männer sind, also der Großteil der Gewaltkriminalität entfällt auf junge Männer. Das ist so. Ja, alte Frauen, alte Männer sind friedlich. Junge Frauen sind im Allgemeinen auch friedlich. Junge Männer sind die, den Ärger machen. Das ist in allen Gesellschaften so. Das ist eine. Dann haben wir ganz klar einen kulturellen Einschlag, kulturell-religiösen Einschlag. Der Islam spielt eine Rolle, wobei wir auch stark differenzieren müssen. Wenn Sie zum Beispiel die Aleviten nehmen, die türkischen Aleviten, die fallen nach meiner Kenntnis bei uns in der Kriminalstatistik so gut wie nicht auf. Die integrieren sich wunderbar. Die sind ganz normale Bürger. Herzlich willkommen. Dann haben wir die syrischen Alawiten. Für die gilt dasselbe im Wesentlichen. Immer von Einzelfällen abgesehen. Dann haben wir seit Anfang der 80er Jahre sind sehr viele Iraner zu uns gekommen. Das sind Schiiten. Völlig unauffällig, weil vor den Mullahs ist die Bildungselite geflohen. Das waren nicht die Schafhirten. Jetzt haben wir lernen wir mit schiitischen Afghanen auch einen anderen Typus von Schiit kennen, der auf einmal auffällig ist. Wir haben also soziale Einschläge innerhalb der einzelnen ethnischen Gruppen. Je niedriger der Bildungsgrad, desto auffälliger in der Kriminalität. Das ist aber weltweit so. Die Straßenkriminalität wird normalerweise nicht von Hochschulabsolventen bevölkert, sondern eben von niedrig gebildeten oder gar nicht gebildeten Menschen. Und wenn Sie das jetzt in der Summe sehen, die meisten der auffälligen Täter orientalischer Herkunft sind Sunniten. Auch da gibt es andere, säkulare Sunniten, mit denen gibt es überhaupt keine Probleme. Für die gilt dasselbe wie für die Aleviten. Wenn Sie aber ungebildete Sunniten haben, für die spielt die Religion und ihre Traditionen, Sitten und Gebräuche eine ganz zentrale Rolle. Zum Beispiel die Haltung gegenüber einer Frau, wie sie sich zu benehmen hat oder auch wie sich Männer zu benehmen haben. Für die ist es unvorstellbar, dass sie hier auf eine andere Kultur treffen, in der andere Regeln gelten. Damit haben sie große Schwierigkeiten. Sie nehmen zwar unser Geld, verachten uns aber dafür, dass wir sie durchfüttern fürs Nichtstun. Und sie verachten die Frauen, wie sie herumrennen. Die offene Art. Jede Frau, die sich nicht verschleiert, ist für die eine Hure und darf entsprechend behandelt werden. Ungläubige sowieso zählen ja sowieso nicht als Menschen. Wir haben die Islamisierung spielt halt eine Rolle, die seit nach den späten 70er Jahren, spätestens mit dem Sieg der Islamischen Revolution im Iran zu einem Siegeslauf in der gesamten islamischen Umma angesetzt hat. Nach allen Umfragen, die man sagen kann, sind zwischen 40% und 60% der hier lebenden Sunniten neigen radikalen Vorstellungen zu. Also einem Ursprungsislam.
den Regeln der arabischen Wüste aus dem frühen Mittelalter. Damit meinen sie, das muss jetzt unbedingt alles umgesetzt werden, Stichwort Scharia. Das spielt alles eine Rolle, weil für den islamischen Jungmann ist eine Straftat gegenüber einem Ungläubigen nichts Ehrenrühriges, sondern das darf man. Das ist ein Ungläubiger, wenn es eine ungläubige Frau ist, erst recht, die zu vergewaltigen, ist überhaupt kein Problem. Ja, also Probleme sind nur Dinge, die nach deren Empfinden halt einen Ehrenverstoß darstellen. Und die haben ja dann auch sehr eigene Sitten und Gebräuche, um sowas zu ahnen. Da kommen wir gar nicht mit. Wie kommt es denn, dass diese Bevölkerungsgruppen die Integration verweigern? Das ist deren Überlegenheitsgefühl, das religiös motiviert ist. Sie sind die Rechtgläubigen. Und Ungläubige zählen nicht. Das ist nach der islamischen Rechtstradition sind Ungläubige, wer an nichts glaubt, ist ein Tier. Und wer zum Beispiel Christ ist oder Jude, der gehört zwar zur Familie des Buches, wie es heißt, also letztens zur biblischen Familie, aber Menschen minderen Rechts. Sie müssen die Ungläubigensteuer zahlen, die Jazia, und dann werden sie geduldet als Menschen minderen Rechts. Und die kommen hierher und sind nach ihrem Empfinden sind wir alles Menschen minderen Rechts. Man kann mit uns, also ein Rechtgläubiger darf mit uns verfahren, wie er möchte. Und da ist es dann kein Wunder, wer so groß geworden ist in diesem Glauben, dass der meint, das Geld, das er hier bei uns bekommt fürs Nichtstun, das eben hat ein Recht drauf. Das ist die Jazia, die wir ihm zahlen. Und ihm hat man Ehrerbietung zu erweisen. Ja, und daran entzünden sich einfach unzählige Konflikte, weil sie meinen, sie sind im Recht. Sie können sich so benehmen, weil Gott es so will. Ein anderes Thema wäre, dass neulich Berichte darüber aufgekommen sind, dass über die Hälfte der Schüler an der Berliner Polizeiakademie eben türkischen und arabischen Hintergrund haben. Wie bewerten Sie die Entwicklung? Die ist extrem besorgniserregend. Einmal steckt dahinter die ausdrückliche Politik des Berliner Senats, Migranten möglichst zahlreich in die staatlichen Organe zu bekommen. Nun hat man nicht genug Geeignete. Es führt halt dazu, dass jetzt nach wie auch einem anderen Bericht, also die Hälfte der Polizeischüler gar nicht ausreichend lesen und schreiben kann. Also man muss sich vorstellen, Polizeibeamter, der nicht vernünftig lesen und schreiben kann, das ist alleine schon ein Problem. Und wenn Sie dann Berliner Polizeibeamte haben, die ja in den Brennpunkten eingesetzt werden, wo sie zum Teil selber herkommen, die treffen dort auf ihre Jugendfreunde, auf ihre Clans, ihre Familien. Wenn man weiß, wie sehr im Orient die Loyalität zur Familie, zum Clan ausschlaggebend für alles ist, braucht sich keine Illusionen zu machen, dass diese Polizeibeamten selbstverständlich nicht gegen Angehörige ihrer Ethnie zum Beispiel vorgehen werden. Ich habe mich mit einer französischen Kollegin darüber unterhalten, die sagte, ja, das Problem kennen wir auch, aber Frankreich ist zentralistisch. Das heißt, die Polizeischüler orientalischer Herkunft werden nicht in ihrer Heimatgegend eingesetzt, sondern am anderen Ende Frankreichs. Wir sind aber föderales System, das heißt, der Berliner Polizeischüler wird in Berlin eingesetzt und trifft dort in den Brennpunkten auf seine Familie, seine Clans, seine Jugendfreunde. Das kann nicht gut gehen.